Hallo Knuspelkekse und Blubberhärschchen. Herzlich willkommen zurück in The Witcher 3. Wir spielen jetzt hier die Quest Fliegende Fäuste. Und zwar in Velen. Besiege Fischfresser, besiege den Schmied, besiege Jonas, besiege alle. Hervorragend. So, und da kämpfen sie schon. Und da ist der Buchmacher. Und mit dem Buchmacher, da reden wir jetzt. Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Na logisch. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Ach, so wie der Tyson. Bin bereit. So, wetten, wenn du wetten willst, wähle bla bla bla, bestätige Wetteinsatz, bla 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 bla. Na gut. Machen wir das mal, schrauben wir das hoch auf 50. Mal sehen, wie wild Jonas ist. Jawohl, mal sehen, wie wild Jonas ist und hauen wir den mal auf die Fresse. Very nice. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Hey, was heißt der Vagabund, Alter? Ich bin Hexer. Du Bastard. So, okidoki, na komm her, Jonas. Pam, oh, pam, 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 pam. Oh, scheiße. Oh, fuck, der haut mich. Na komm schon. Fuck, Alter. Ah, habt ihr gesehen, ich hab einen Kick gemacht. Ich kann Kung Fu nämlich. Gerald kann Kung Fu. Oh, aber der kriegt nichts weniger, ey. Der kriegt ja kein Leben weniger. Was ist denn hier los? Ja! Oh, jetzt hab ich voll auf die Fresse gekriegt. Okay, warte mal. Warte mal. Jetzt, ah, endlich! Der hat gesessen. Alter, der Kniestoß in die Fresse, der hat gesessen. Very nice. Na gut. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Na logisch. Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Fischfresser. Wer tut, kannst du ja, Fischfressen, ne? Passt. Besiege den Schmied und besiege Fischfresser, habe ich jetzt. So, was wird mir denn angezeigt? Wo werde ich denn jetzt als nächstes hinkrachen? Wo ist denn hier? Plätze, alter Pferdeleberkäse. Wo bist du denn? Komm hier zu dem Papa. So. Passt. 780 Meter. Da werden wir jetzt hinreiten, hier. Hinreiten wir der Papa, ja. Jetzt zum Schmied. Besiege den Schmied. Na gut. Aha. Oh, Gegner. Oh. Den werde ich einfach vorbeireiten dran. Das ist mir jetzt alles Latte. Wird der Papa jetzt einfach elegant an den... Ach, elegant. Verdammt, Alter. Plötzlich, wo reitest du denn schon wieder rum, ey? Verdammter besoffener Drecksgaul. Lalalalalala, hört er diese dramatische Musik immer, wenn ein Kampf abbricht. Alter Schwede. Halt mir die Fresse und mach mir hier Hexer. Weniger aufs Herknabe. Okidoki. Oh, oh. Hyänen, oder was sind das? Hunde. Alte Schwede, ey. Pferdepanik. Alter, warum brüllen denn hier alle rum, nur weil sie mich sehen? Da sehen wir, was die für einen Respekt hier vom Papa haben. Hier Respekt haben die hier, die Leute noch im Land hier. Ist nicht so wie in der Stadt. Hier im Land, da haben sie noch Respekt hier vom Hexer. Tja. Nichtsdestotrotz, wir sind gleich da. Nicht mal mehr 100 Meter. 70, 60. Wo ist er denn, der Schmied? Schmied? Hört ihr das? Es sind schon wieder alle schreien und am Weglaufen. Warte mal, der jubelt mir zu. Alle sind am Schreien und Weglaufen. Nur einer jubelt mir zu. Alter Schwede, was ist denn mit dem Typ los hier? Gib mir alle Schiss. Gib mir alle Schiss, dass ich sie alle verprügel. Ich hab dich doch nicht mehr berührt. Ich wurde nicht mehr berührt, schreit er schon Aua. Zu geil. Ja, ja. Hä? Ach so, jetzt. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Das bin ich auch. Genau richtig für unser Turnier. Na dann. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Jawohl. Das mache ich. Kann losgehen. Jawohl. Raufschrauben den Wetteinsatz auf 70. Kann losgehen. Und jetzt gibt's auf die Fresse für die Bauerntöpel. Very nice. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, den die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Das wollen wir mal sehen, ja. Der Papa, der wird dir jetzt nämlich auf die Fresse hauen. Pass mal auf. Oh, scheiße. Daneben. Oh, pam.
Oh mein Gott, okay, Leute, ich habe den Trick heraus. Der Trick ist, am meisten Damage machst du hier bei den Faustkämpfen mit den schweren Schlägen. Die können sie nämlich nicht parieren, oder? Aus dir könnte man einen Meister machen. Danke dir. Oder wollen sie nicht parieren? Fressfresser, das ist der letzte, der für dich noch übrig ist. Gut, passt, also auf zu Fischfresse. Fischfresse. Nee, Fischfresser. Lauter geile Weiber hier in der Bar. Habt ihr gesehen? Sei gegrüßt. Der eine hatte hier eine Windel an. Zeig mal, was du hast. Der war besoffen und hatte eine Windel an. Zu geil, hä? Aber ich sag euch was, ist nicht mal so dumm. Besoffen sein und eine Windel anhaben bedeutet, dass du dir weder in die Hosen scheißen, noch in die Hose pinkeln kannst. Alter, wie oft ich schon im Suff mir ins Bett gepinkelt habe, oder? Nein, will ja gar nicht drüber reden hier. Will ich gar nicht drüber reden. Lass mir hier schön einen Schluck vom Bier nehmen und einen Schnaps dazu. Seht ihr den? Der hat eine Windel an. Gut, gut, gut. So, lass mal schnell reisen. Wo müsste Popper denn hier hin, hä? Da runter. Na gut, dann werden wir hier. Aha, habe ich noch nicht entdeckt, den Ort. Aber die verbrannten Ruinen, das ist da irgendwo in der Nähe, hä? Noch am nahesten. So, verbrannte Ruinen. Da, wie der Papa sie jetzt hin teleportieren. Jawohl. 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 So, Ladebildschirm habe ich hier. Entwickle das Axi-Zeichen weiter, um in Dialogen mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben. Das ist was, das mache ich auf alle Fälle noch. So, wie weit sind wir jetzt noch entfernt? What the fuck, 428, das hat sich ja überhaupt nicht wirklich großartig hier irgendwie verringert. Die Distanz vorher waren es 500. Toll. Warum sonst? Hätte ich mal lieber gleich auf dem Dr. Plötzinger hier die Strecke zurückgelegt. Dr. Plötzinger, los. Lass mal hier jetzt zu Fischfresse reiten. Fischfresse. Zu geil, oder? Fischfresse! Der Papa kommt und wird jetzt auf die Fresse hauen. Auf deine frische, nämlich auf deine frische Frischfresse. Ficken! Frische Fischfresse. Ne, Alter. Frische Fischfresse. Verdammte Scheiße nochmal. Frische Fischfresse. What the fuck? Okay, vergiss es. Ich muss mal besser aufhören, hier Fischfresse irgendwie zu sagen. Aber Fischfresse ist ja auch wirklich zu geil. Aber der heißt ja gar nicht Fischfresse. Oder? Doch, der heißt Fischfresser. Tja. Lass mal hier die ganze Quest annehmen. Nicht erkundeter Ort. Okay, Buchmacher, komm, lass mal hier gegen Fischfresse antreten. Kannst du kämpfen? Logisch kann ich kämpfen. Und? Ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Warte, dann hopp auf die Liste, mein Freund. Aber zuerst noch das Preisgeld hochschrauben auf 70. Und jetzt dem Fischfresser auf die Fresse knallen. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, Hammer. Ein Hammer? Was? Ich bin Hexer, kein Hammer. Okay, Fischfresser. Oh mein Gott. Ein Wort vor dem Kampf, Meister. Oh mein Gott, der sieht doch schon so aus. Der sieht doch schon aus wie eine Fischfresse. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ja, okay, gut. Aber nur einmal, dann gibt's eine Revanche. Oder doch nicht? Nee, gut, ja. Geht in Ordnung. Tja, na gut, dann wird der Papa sich jetzt mal auf die Fresse hauen lassen, damit der Trottel hier seinen Sack Mehl kriegt. Oh, okay, gut, also ich brauche auch für den nur große Schläge, dann kann ich ihn umnieten. Aha, warte mal. Ach, Konter? Ohoho, warte. Pass auf. Oh, scheiße. Scheiße, komm schon. Ach, ich will nochmal kontern. Ach, scheiße. Ach, was soll ich jetzt heulen? Jetzt lass ich mich umhauen. Komm schon. Kleiner Pisser. Oh, kleiner Pisser, sagst du? Du bist gleich der Nächste hier. Auf der Liste von Papa. Der Papa, der hat hier nämlich eine schwarze Liste. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber Fischfresser hat den Hammer eingesackt. Danke, Hexer.
Okay, Fischfresser besiegen. Passt. Zur Revanche auffordern. Seht ihr, der kämpft hier auch in Windeln. Was macht denn Plötze? Alte Schwede. Versuchst du es noch einmal? Ja, logisch doch. Bin bereit. Ach shit, ich hab 70 Gold verloren. Also gut, legen wir los. Geralt der Hammer gegen Fischfresser. Die Revanche. Die Revanche. Okay, Fischfresser, jetzt ist Schluss mit lustig, ja. Oh, fuck. Oh, jawohl. Oh, ho, 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 ho. Zwei Schläge. Wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Zeit, gegen den Feldwebel anzutreten. Oha, was? Du bist in dieser Gegend Meister. Oha. Du findest ihn in Krähenfels. Oha. Kämpfe gegen den Feldwebel um den Titel von Welen. So übermütig sein, geil. Die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Alter, jetzt soll ich den Feldwebel auf die Fresse hauen. Scheiße, ich will das nicht anzünden, ich will schnell reisen. So, also. Ich muss hier nach Krähenfels. Alles klar. Passt. Lass mal dahin krachen. Jetzt habe ich hier drei Typen den Arsch versohlt. Jetzt werden wir den Hauptmann auch noch umnieten. Einfach immer schwere Schläge. Schwere Attacke, schwere Schlag hier. Ein schwerer Schlag hier haut den Gegner am schlechten um. Gut. Dann lasst er jetzt mal hinaufkrachen. Der Geralt, der läuft hier durch Krähenfels. Durch Krähenfels, da läuft der Geralt hier und hier und hier und hier. Ist zu geil, oder? Die Typen einfach anrempeln. Tja, lass mich durch. Ich bin Arzt. Alter, wie lange muss ich denn jetzt hier laufen? Wo ist er denn hier, der Feldwebel? Ich bin mir noch immer nicht angezeigt. 70. Na komm schon. 60. Komm. Komm schon, Geralt. Leg mal hier ein Zentu. Ein Zentu leg hier mal, Geralt. So, aber da ist er jetzt. So, Feldwebel, komm her. Ich will diese Quest jetzt abschließen. Gibt's auch nicht. Reisen dauert länger als das Kämpfen, ist ja langweilig hier. Ha! Wen haben wir denn da? Kämpfen wir. Weiß der Baron, wie seine Männer sich amüsieren? Der Baron weiß alles. Der wettet sogar auf manche Kämpfe. Er wettet wie ein Idiot. Verliert immer. Jawohl, kämpfen wir. 80 Gold. Und Rille, 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 Pille, Palle, gibt's jetzt hier auf die Fresse. Was heißt, komm zu Papi, Alter, ich werd dir... Alter, ich bin der Papa. Und ich werd dir jetzt auf die Fresse hauen. Seht ihr, Konter? Pam, oh! Pam, alter Schwede! Konter und... Pam, du Bastard! Der hatte keine Chance! Quest abgeschlossen, fliegende Fäuste, wie geil! Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Passt. Passt. Erfahrungspunkte erhalten, alles gekriegt, Quest ist weg. Tja, das bedeutet für dieses Video okidoki, Knusperkekse und Blubberärschel. Herzlichen Dank, dass ihr euch mein Let's Play angesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr den hattet, dann abonniert meinen Kanal. Wenn ihr sagt, ne Papa, du hast ja hier mehr auf die Fresse gekriegt und du hättest die Gegner ja viel schneller down kriegen können und so. Tja, wenn ihr das denkt, dann hilft nur eines, nämlich abonniert meinen verdammten Kanal. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.